So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, in der letzten Folge haben wir massiv viele interessante Orte erkundet. Ja, Befehle von Hammond, ja, alles gut, brauchen wir nicht. Wir werden heute hier unten auf dieser kleinen Insel mal weitermachen. Die schließen wir nämlich jetzt auch mal einmal ab. Ich möchte an ein paar Gegenden hier in Skellige einfach einen Haken dran machen können. Puh, was haben wir denn da für einen? Oh, nee. Alter. Ich möchte an ein paar Gegenden hier in Skellige, wie gesagt, einfach einen Haken dran machen können, dass wir nicht mehr uns hier, dass wir uns hier keine Gedanken mehr drüber machen müssen. Alter, Vater, ey, die ist aber wütend. Vor allem vergiftet die einen, das ist richtig uncool. Genau. Dass wir hier einfach, ich sag mal, nicht mehr so oft hingehen müssen, dass wir einfach sagen können, okay, pass auf, wir haben das hier abgeschlossen. Ohne Harp hier. Na, das ist natürlich auch schon wieder sehr schön. Oh, Monsterlager. Okay, Moment. Gehen wir mal erstmal hier unten runter. Wo ist der denn jetzt hingedroppt? Du Scheiße, das sind aber viele. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Aber sie brennen, die ganzen Schwänze. Und damit sind sie dead. Eine fehlt noch, oder? Ja, eine fehlt noch. Gut. Noch was? Alter, es ist aber gut hier, ne? Hat aber anstrengend genug, glaube ich. Kein rotes Muttergen. Monsterherz, Harpieneier. Da fliegt denn noch so ein Biest. Und wir gehen mal ins. Wollen die mich? Ja. Das nimmt ja actually überhaupt kein Ende. Du siehst ja unangenehm aus, Keule. Okay. So, jetzt gehen wir aber mal hier rein ins Monsterlager. Weil ich würde gerne die Fragezeichen auf dieser Map hier, zumindest auf dieser Insel, auch abhaken. Denn je mehr wir in Skellige abschließen, desto besser. Was haben wir denn da? Schon wieder ein sehr interessanter Laden hier. Mhm. Kann man den hier machen? Hallo, benutzt den mal bitte. Er hat gesagt, die müssen zueinander gucken. Ist das nicht richtig? Warte mal, der hier hat aber auch noch einen Hebel. Okay. Actually. Oder müssen vielleicht beide nach vorne gucken, weil das so wächtermäßig angeordnet sein soll. Drehen wir beide nach vorne. Warum wird der jetzt als rot gezeigt? Und der als gelb? Das war vorher andersrum. Gucken wir mal. Scheint auch nicht richtig zu sein. Oh! Meisterlich gefertigte Katzenausrüstung. Aber hier ist auch noch ein. Okay, das scheint. Ah,
Warum blinkt der jetzt so? Sind die dann richtig, wenn die blinken? Warte mal. Könnte ich mir vorstellen. Die haben ja schon mal geblinkt, weil jetzt sind die beide rot, oder? Ja, die sind beide rot. Okay. Dann drehen wir die wieder so, dass die so glitzern. Nein, der glitzert nicht. Wir müssen die so komisch glitzern. Jetzt ist er gelb. I don't know. Ich, keine Ahnung, als ob das richtig ist. Ich werde echt mein Bestes geben. Ne, das ist noch nicht korrekt. Das ist noch nicht korrekt. Okay, die glitzern jetzt auch beide. Er sagt doch, dass hier ist noch nicht abgehakt. Okay, gehen wir mal hier lang. Muss ja theoretisch noch eine Statue fehlen, ne? Ja, hier nämlich. Ja, ist noch nicht richtig. Ja, sieh mal eine an. Simsalabim, Sesam, öffne dich. Und jetzt? Hier könnten wir auch reingekonnt, ne? Okay. Ich sehe jetzt hier eine Tür, die ich, oder eine Wand, die ich mit Art kaputt machen kann. Ah, und hier ist eine Kiste drin. Ja, nur Müll drin. Hier die kleinen Igni-Glüfen und die Satteltaschen. War das jetzt abgehakt hier? Ja, jetzt ist es tatsächlich abgehakt. Also es war das Rätsel lösen. In der Monsterhöhle hier, in dem Monsterlager. Aber gut, why not? Ich löse auch gerne mal ein Rätsel. Ah, die Viecher sind da auch wieder draußen, ne? Ach, dann ist aber jetzt blöd. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ins gellige Alter, es regnet ja so viel. Mann, Mann, Mann. Da fliegt das Teil schon wieder. Ja, scheiß Sirene, komm her. Weg mit dir, du kannst doch gar nichts. So, weiter geht's. Was haben wir noch? Wir haben noch das hier. Hinten ist auch safe noch was. Jetzt reisen wir gleich nochmal einmal schnell und gehen da hinten einmal gucken, was da ist. Das Problem ist halt, die spawnen halt auch immer neu, die Teile hier. Es nimmt halt wirklich absolut kein fucking Ende. Ich kann das hier den ganzen Tag machen. Oh, er saugt, du Spaß. Säuft das Biest? Ja. Zertrunken. Perfekt. Wollte ich mir die Mühe gar nicht hier machen, nämlich mit dem Kackteil. Das ist nämlich keine Sirene. Sirene können schwimmen. Ihr habt hier nicht. Darf ich hier nicht hoch? Was sind für eine Verarsche schon wieder? Ah doch, darf ich. So, Geralt. Mach jetzt mal keinen miesen hier. Dann laufen wir den Berg hoch. Also das Monsterlager war auf jeden Fall schon mal brauchbar, auch wenn wir da jetzt nicht viel Gutes gefunden haben, aber es ist immerhin kein Schmugglerversteck gewesen, so wie in der letzten Folge. Nur noch einmal das Wort Schmugglerverstecke da zu lesen, hätte mich wahrscheinlich an den Rand des Wahnsinns getrieben. Aber wir gehen jetzt mal schauen. Das sind Gegner, ne? Ich weiß jetzt mal nicht so genau, was da oben ist, aber das sind recht viele. Ach du Scheiße, da ist auch ein Zyklop. Ach, muss das denn immer sein? Ja, wow. Das juckt den gar nicht. Scheiße. Alles gut soweit? Ja, ja, ra. Hier, Brennstoffe. Wieder kein rotes Mutagen. Das ist irgendwie Kaka. Darf ich hier hoch? Nein, darf ich nicht. Ja, da oben ist eine Nebenquest. Was denn da für eine Quest? Nein, hier für eine. Dich habe ich hier noch nicht gesehen. Wie heißt du? Geralt von Riva.
Ich bin Jutta Andimun. Mich konnte noch kein Mann im Kampf bezwingen. Kämpfst du gegen mich? Kämpfst du gegen mich? Gegen dich? Ich habe die berühmtesten Krieger Faröes besiegt. So ehrwürdige Männer, dass ich ihre Namen nicht zu nennen wage. Und wer ist Geralt von Riva? Jemand, den du nicht besiegt hast. Vielleicht bist du meine Zeit nicht wert. Hast du große Taten vollbracht? Ich glaube nicht, dass ich von denen gehört habe. Welche Art von Taten meinst du? Ich kämpfe gegen dich, wenn du Gunda besiegst. Mich hat er nicht geschafft, aber er ist tapfer und ein würdiger Gegner. Gut, ich versuch's. Wir sehen uns bald. Das okay. Bleibt abzuwarten. Leb wohl! Da bin ich halt mal gespannt. Wo ist denn der? Ah, der ist hier unten direkt. Meinst du, ich kann hier runterrutschen, ohne dass ich mir wehtue? Kann ich. Perfekt. Vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ich kann. Was haben wir denn hier? Nochmal ein Monsterlager. Hallo. Och, Geralt. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich bin so reich, ich kann mir das erlauben, diese 20 Floren nicht mitzunehmen. Das war's schon? Oh. Okay. Schlechter. Was hat denn die Levelanzeige da? Oh, die sind tatsächlich besser als das, was ich habe. Nur die sind an Resistenzen, meine, viel, viel besser, ne? Ich weiß ja nicht, Freunde. Und das für ein bisschen Vitalität? Nein, machen wir nicht. War das schon? Ist das schon alles? Ja. Okay, dann wäre nächstes Ziel, diesen Gundwar zu besiegen. Versuchen wir das doch mal direkt. Kann ja nicht so schwer sein. Whoop. Wir eh gerade dabei sind. Wo ist er denn, der Kollege? Der Sieger ging da. Ist das da? Da, der. Bist du Gunda? Ja. Ich will gegen dich kämpfen. Ich will gegen dich kämpfen. Warum gegen mich? Interessiert mich nur, weil du ein Fremder bist. Na schön. Jutta hat gesagt, dass sie gegen mich kämpft, wenn ich dich besiege. Das hat sie gesagt. Dann wird sie mir noch eine Chance geben, wenn ich gewinne. Na, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Na dann komm, legen wir los. Wer aus dem Ring tritt, verliert. Klar? Okay, Deal. Lol, mit Schwertern sogar. Ja, ich kann... Bruder. Was du da für Schlagkombos? Oh fuck. Ich darf halt. Junge, er ist Herr, aber der Profi im Blocken. Jetzt ich aber. Komm schon, komm näher. Er hat mich. No fucking way. Gewonnen. Danke. Nein, das lasse ich mir nicht bieten, Versuchst Digga. Du noch einmal? Natürlich. Das lasse ich mir ehrlich nicht bieten, Jungs. Nein. Nein. Er hat mich so mies hops genommen. Auf keinen Fall lasse ich mir Wie das Jennifer bieten, ihr Wichser. Gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Hallo, Explosion das möchte ich nicht gekommen. Nochmal sehen. Das habe ich doch schon 100 Mal gesehen. Teil des Waldes zerstört. Hopp jetzt. Wir halten zusammen. Moment, hä? Ach, lol. Wo ist denn das? Ah, da. Okay, da muss ich nur nochmal laufen. Wie Jennifer von Wengerberg gesagt hatte, war Nein, es Nein, Mann, ich lass mich von dem noch nicht besiegen, Junge. Wo sind wir Diese denn hier? Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauber... Ich weiß, dass der Druide Moissac das nicht wollte. Okay. Das hier war ja jetzt nicht besonders schwierig, diese Höhle hier, die machen wir auch nochmal schnell.
Och, Bruder. Muss das denn immer sein, dass man so ein Damage kriegt, wenn man bei sowas runterfällt? Diesmal nehmen wir die Flore noch mit. Wer die Flore nicht ehrt, ist die Krone nicht wert. Bam. So. Haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Haben wollen. Ja, nicht haben wollen. Okay. Gehen wir doch mal diesen Tönnis besuchen. Moment, ich muss das mal einmal auswählen hier mit der Jutta. Ja, eiserne Jungfrau, besiege Wunder. Ich lasse mich von dem nicht besiegen, am Arsch, Mann. Ich hätte einfach wegrollen sollen. Ey, ich muss mehr parieren. Ich darf echt nur so einen Schlag setzen und dann wird pariert. Darf ich einen Donner saufen? Wäre interessant. Meinst du, ich kann vorher einen Donner sippen und dann mache ich mehr Damage während des Fights? Ich sipp einfach vorher den Donner. Muss doch safe dann gehen. Der ist auch dann locker noch aktiv. Okay, warte, warte, warte. Ich trinke vorher den Donner. So, jetzt rede ich mit ihm. Ja. Das kennen wir schon. Ich will gegen dich kämpfen. Ich will gegen... Na schön. Das haben wir schon gesehen. Na, dann legen wir los. Den Ringtritt verliert. Klar, alles klar. Der Donner ist noch aktiv. Verdammt. Okay, ein Schlag muss reichen. Wir haben den Donner aktiv. Wir machen genug Damage dafür. Oh. Okay. Na schön. Es reicht. Du kämpfst gut. Das stimmt. Nicht gut genug. Viel Glück mit Jutta. Bin sehr gespannt. Ich zwirbel mir vorher noch einen Donner rein. Und hier ist auch noch eine Nebenquest. Sag Jutta, dass du die Tat vollbracht hast. Okay. Pass auf, wir sagen Jutta, dass wir die Tat vollbracht haben. Kann ich nicht angehen hier. Von dem lasse ich mich doch nicht schlagen. Ich bin doch nicht behindert, ey. Hallo? Und Guna oder wie er hieß, der konnte gar nichts. Dem lasse ich mich nicht besiegen. Nee. Kommt nicht in Frage. Dafür lasse ich die Quest nicht scheitern. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch so eine Quest, die habe ich auch vorher noch nie gemacht. Also weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht, ne? Müsst ihr jetzt auch... Ihr seid jetzt genauso... genauso Freestyle für mich, wie für die meisten von euch wahrscheinlich. So, Jutta. Wo bist du denn? Ich kann hier hochgehen einfach. So, Jutta. Dann erzähl mal einen. Feite ich nämlich wahrscheinlich gleich dich. Da ist er doch. Der Ring ist auch ein bisschen größer. Warte mal, ich wirbel mir nochmal den Donner rein. Grüß dich, Weißer! So, ich habe Gunda besiegt. Ich habe Gunda besiegt. Ich dachte, du wärst ihm nicht gewachsen. Na schön, mal sehen, wie du dich gegen mich schlägst. Bin auch gespannt, Bro. Da kämpfen wir. Bereit, wenn du es bist. Fangen wir an. Möge Freya den Sieger bestimmen. Let's go, Jutta. Du wirst es nie lernen. Vielleicht. Oh, habe ich sie aus Versehen. Genug! Ich habe sie gekillt, oh, ey. War einfacher als du. Schwierigkeiten hattest, würdige Gegner zu finden. Schließlich ist ja einer aufgetaucht. Wo hast du das alles gelernt? Kaer Morhen. In Kaer Morhen. Kaer Morhen? Das ist aber weit weg. Bestimmt hast du auch unterwegs viel gelernt. Erzählst du mir davon? Warum eigentlich? Das wäre eine lange Geschichte. Na gut, wir brauchen einen ruhigen Ort, guten Met und... Was meinst du? Okay, gerne. Gerne. Treffen wir uns in der Taverne? Boah, das hat sich gereimt. Gerne treffen Komm wir uns zu in der Taverne. Skö. Ich warte nach Sonnenuntergang. Bis dann also. Nice. Jutta zu Hause nach... Oh, ich glaube, ich weiß, wo das hin darauf hinausläuft. Gerald, du alter Charmeur. Ich glaube, wir dürfen jetzt gleich nochmal einen wegstecken. Ich habe da so eine Vorahnung. Aber Jutta war viel einfacher als dieser Tönnis. Die hat voll scheiße geblockt. Der andere hat richtig gut geblockt. So, der hat voll gut pariert teilweise. Ich weiß nicht, wie Jutta gegen den gewinnen konnte. Der andere hat viel besser gekämpft.
Und Jutta hatte gegen mich nicht den Hauch einer Chance. Was soll das denn? Wo ist denn die Dame? Ich meine, wir hatten hier auch noch eine andere Quest, ne? Die will ich auch noch mal kurz annehmen. Timon. Was ist denn? Meine Verlobte und meine Brüder, Mikkel und Ulf, sind nach Hindarsfjall gesegelt, um Akta zu holen. Die Hochzeit ist in wenigen Tagen, aber sie sind noch nicht zurück. Es hat inzwischen einen Sturm gegeben. Ich fürchte, dass sie auf die Felsen bei Farö getrieben wurden. Da sind schon viele umgekommen. Ich würde ja lossegeln, um sie zu suchen, aber ich muss mich um die Hochzeitsvorbereitungen kümmern. Eigentlich bittet ein Skelliger nicht um Hilfe, aber mir bleibt keine Wahl. Hilfst du mir? Suchst du nach meinen Leuten? Okay, ich werde dir helfen. Gut, ich werde nach ihnen suchen. Okay, erstmal reden wir. Ist das hier Jutta? Nummer M. Wo haben wir überhaupt? Weiß das einer? 13 Uhr. Und ich soll, wann soll ich zu ihr kommen? Nach Einbruch der Dunkelheit. Das ist so um 20 Uhr, schätze ich mal. Ja, 2 Uhr ist ein bisschen. Ich schätze mal so 20 Uhr. Das müsste doch eigentlich gut sein, oder? Immer Einbruch der Dunkelheit. Bisschen. Wobei, doch, müsste eigentlich klar gehen. Wobei, warten wir mal bis 22 Uhr. 21 Uhr. Kann ich jetzt nicht tun? Okay. Dann gehen wir mal zu ihr hin. Jutta! Fühlst du dich besser? Sei gegrüßt. Ich dachte schon, du hättest es dir überlegt. Nein. Ich würde doch nicht die Gelegenheit verpassen, einen angenehmen Abend mit dir zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ich unterhaltsame Gesellschaft bin. Eigentlich rede ich selten mit Männern. Echt? Wir müssen nicht reden. Wir müssen nicht reden. Hört, hört. Und ich dachte, Freya hätte mir einen grausamen Streich gespielt. Ich schwor bei ihr, nur den zu heiraten, der mich im Kampf besiegen kann. Und sie schickte mir einen Hexer. Böse Ironie, meinst du nicht? Oh, bist ja. Du sehr enttäuscht? Nein. Ich sehe ja, dass wir uns vollkommen verstehen. Oh, der Spaß geht los. Ich wusste es. Ich wusste, wir dürfen einen wegstecken, weil sie im Kampf besiegt haben. Jawohl. Ja, Digga, die hat sogar einen Walkout. Billig. Und noch ein Haken. Jawohl. Das alles nur, weil wir einen Schwertkampf gegen die gewonnen haben? Die ist ja ein Gönnjamin. Die ist ja wirklich ein Gönnjamin. Okay. What? Sieh dir mal was an, Mädchen. Naja, wie auch immer. Ich sollte mir was anziehen, Okay. Tränke einmal ausrüsten noch. Wo sind denn meine Tränke? Ach, da sind sie ja. Super. Gut. Haken dran, würde ich behaupten. Wir haben Jutta geknallt. Und das alles nur, weil wir sie im Zweikampf besiegen konnten. Also sie ist auf jeden Fall ein Gönnjamin und respektiert ihren Körper aufs Äußerste. Sowas ist doch immer gefundenes Fressen für Geralt von Riva. Heiraten werde ich sie nicht, ne? Das ist, ich glaube, diese Ehre gebührt entweder Triss oder Yennefer. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wen von beiden ich da tatsächlich haben will. Ich glaube, ich würde mich allerdings, wenn ich kann, für Triss entscheiden. Ich finde Triss irgendwie heißer. I don't know. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Eigentlich, ich geier ja eigentlich auf den Dreier. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn dafür einen? Also ich muss sagen, eigentlich geiose ich auf den
auf den Dreier. Ich hoffe, dass wir den maten. Das wäre eigentlich so Optimum. Nachricht, dann lesen wir die doch mal. Wer das lesen möchte, darf das lesen. Ich möchte das nicht lesen. Mir ist das, nicht die Quest verfolgen. Hallo? Sofort. Muss ich das jetzt echt wieder manuell machen? Ich muss das echt manuell machen, ne? Nebenquest. Ist das das? Nee. Absuchen? Kann es das hier sein? Auch nicht, ne? Hä? Müsste so ein. Warte mal, bin ich jetzt völlig bekloppt? Ich hab doch gerade. Reifenschulen. Schatzsuche. Ah. Verborgen in der Tiefe. Bin ich jetzt doof? Ist abgeschlossen? Ich habe aber doch gar nichts bekommen. Oder doch. Also da muss ich jetzt sagen, bin ich etwas überfragt. Ich meine, ich habe doch gar nichts bekommen. Oder soll ich hier irgendwie durchtauchen? Ich meine, ich kann ja mal einmal gucken gehen. Gucken kostet ja nichts. Alter Vater, das ist aber irgendwie uncool. Ich mach mal einen Abgang, ne? Level 31 ist ein bisschen zu stark für mich noch. Na gut. Ist natürlich auch interessant, dass ich die Quest abgeschlossen habe, ohne was dafür zu tun. I mean, soll mir ja recht sein. So, dahin geht's als nächstes. So. Oh, was haben wir denn da für eine? Endriaga-Kriegerin. Mit dir lege ich mich jetzt auch nicht an. Ich will jetzt einfach... Oh, was haben wir denn hier? Ort der Macht. Oh, geil. Das nehmen wir mit. Und nur den passenden Fußweg dahin finden hier. Hallo, Ort der Macht. Ich würde dich gerne mitnehmen. Magie. Ein Ort der Macht. Geralt. So ein Fertigkeitspunkt ist schon nichts Schlechtes. Charakter. Für eine fette Fliege, die jetzt hier rumkurft. Ork, entspann dich mal. Man hört dich safe im Mikrofon, so dick bist du. Ja, die Fertigkeit möchte ich nochmal verbessern. Wir müssen ja, wie gesagt, noch 10 Punkte hier rein investieren. Das ist echt fucking viel. Das heißt, wir müssen da auch nochmal hin. Und dann müssen wir sowieso bauen. Wir uns da hinten das auch nochmal angucken. Vielleicht ist das nämlich auch noch irgendwas, was einen Schnellreisepunkt freischaltet. Oh, kann ich hier runterrutschen? Das wäre natürlich... Kann ich, super. Ein bewachter Schatz. Oh, ein Zyklop bewacht den. Und dann habe ich eigentlich schon wieder die Scheiße ausgerüstet. Daneben, du Spacken. Ich muss sagen, das ist immer alles machbar. Das ist eigentlich ganz cool hier bei den Fragezeichen. Der ist auch gut. Die Quenglyphen nehmen wir auch mit. Und das andere, wobei Leder und alchemistische Paste schadet eigentlich an sich erstmal auch nicht. Moment, ups. Was hat denn?
30 Rüstungsdurchbohrungen. Das ist natürlich auch stark, ne? Was sagen wir hier? Wack. Die sind besser. Aber nur von der Rüstung. 6 Rüstung ist jetzt nicht so der Oberkiller-Shit. Dafür ziehe ich nicht meine guten Resistenzen-Schiefel aus. Ich habe noch nie so eine dicke Fliege gesehen, wie das Ding, was hier gerade rumfliegt. Ey, what the fuck. So, wir müssen jetzt dahin. Wobei, eigentlich kann ich mir das auch da hinten. Kann man da nicht durchreiten? Kann auch eigentlich. Nee, wobei doch schon weit. Ich schnell reise lieber. Das gucken wir uns noch einmal an und dann machen wir auch für heute erstmal die Folge vorbei. Denn wir haben auf jeden Fall einiges geschafft in der heutigen Aufnahmesession wieder. Ich meine, wir haben Jutta flachgelegt. Und die sitzt immer noch nackt in ihrem Haus. Würde ich ja schon gerne mal herausfinden. Komm, ich probiere mal, ob die immer noch nackt in ihrem Haus sitzt. Ne, jetzt inzwischen hat sie sich angezogen. Mensch, ich kann ihn nochmal knallen. Bleibst du lange? Grüß dich. Grüß, hallo. Ne, man darf die offensichtlich nur einmal knallen. Okay. Recycling macht man ja auch nicht. Wenn, dann knallt man eine Braut einmal und verpisst sich dann. Besser ist das nämlich auch. So, da möchte ich hin. Da, und da gehen wir einmal gucken, was da denn ist. Mal gucken, kann ich einfach da lang gehen? Ja, kann ich. Ich kann einfach diesem Weg hier folgen. Super, dann machen wir das da auch. Bin ich sehr gespannt, was uns da hinten erwartet. Wahrscheinlich überhaupt nichts, würde ich mal schätzen. Oder? Jetzt mal von nix aus. Sind irgendwelche Viecher? Was? Der Preis der Ehre? Was? Deine Hexer sind an den Strand abzusuchen? Was ist das denn? Blau und aufgedunsen. Das hat den Sirenen aber nichts ausgemacht. Sie müssen an ihr rumgeknabbert haben, kurz nachdem sie ertrunken war. Keiras Lampe dürfte hier sehr nützlich sein. What? Gütige Freya, vergib deinen Söhnen. Wir sollten die Verlobte unseres Bruders zu ihrer Hochzeit begleiten. Aber ein Sturm hat uns vernichtet. Ach. Alles ist verloren. Agda ist tot. Ihre Mitgift versunken. Ein Schandfleck auf der Ehre des Clans. Vergib uns, gütige Freya. Hör auf, Mikkel. Freya kann uns nicht von der Schande reinwaschen. Nur Blut. Lass uns tun, was getan werden muss. Hier, unter dem Baum. Wir beten und beenden es. Ja, du hast recht. Auf diese Art ist es besser. Danke, Scheiße, ja. Fußspuren. Wohin die wohl führen? Das kann ich dir versprechen, wo die hinführen, das weiß ich. Okay, einmal den Fußspuren nach. Dann. Die Ehre der Skelliger. Lieber sterben, als mit dem Wissen leben, den Bruder enttäuscht zu haben. Scheiße, ich dachte, du bist wieder so eine Krabbelspinne, ne? Bastard.
sehr unangenehmer Gegner. Ich setze erstmal hier einen auf den Deckel. Oh, kleines rotes Mutagen. I like that. Gib mir mehr davon. Was seid ihr denn für... Ihr wollt mich verarschen. Ich chill direkt neben einer von diesen komischen Riesenspinnen. Und mich attackiert die aber euch nicht. Ihr wollt mich verarschen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie uns überlegen, wie wir wieder hier hinkommen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht darunter. War ja wieder nur ein Fehler. Eigentlich möchte ich ja nach oben. Ich will ja hier hoch. Ach, guck mal. Hüfte. Ach, ist das nicht das, wo dieser eine Tönnis gebetet hat? Ja, ja. Hier ist eine Kiste. Nein, das kommt mir doch hier sau bekannt vor. Na gut, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.